ja auch zum Überholen benutzt. Naja, wenn einer von hinten ankommt mit dem linken Blinker, dann lasse ich mir extra Zeit. Weil dann denke ich, wenn der linken Blinker anhat, der hat Zeit. Der kann auch mal auf, der kann auch ein bisschen warten, bis ich mit meinem Überholvorgang fertig bin. Der hat Zeit. Der hat viel Zeit. Regen, Standspur. Hier. Stelle in 2 Kilometer. So, Baustelle. 1 Kilometer noch. So was in der Richtung. Striche auf der Straße fehlen schon. Du musst dich mit deinem Auto vorbeiquetschen, ne? Na ja, klar. Autofahrer. Du auch. Solche Affen wie du nicht noch vorbeikommen, fahren wir richtig schön in der Mitte. Ich habe nämlich keine Lust, hier die Maul zu grüßen. Weder mit der linken noch mit der rechten Seite.
Da habe ich echt keinen Bock drauf. Vor allem die Kiste hier, die macht, was es will. Macht, was sie will. Heißt es. Wenn er noch eine halbe Stunde neben mir herfährt, hat es ihm was gebracht? Nee. Er ist 100 Meter weiter als vorher. Der LKW vor mir, der muss langsam fahren. Den Mittel hier. Ist nun mal so. Da ist ein Höhenunterschied. Wenn er da durchrast, kann die Kiste auch kippen. Da rast man nicht mit 60 drüber. Und weil die Bauarbeiter 60 draufdackern, heißt das nicht, dass er 60 fahren darf oder kann. Kann. Der Berufskraftfahrer kennt seinen LKW und sieht, was er geladen hat. Kommt darauf an, was er geladen hat. Es gibt auch kopflastige Ladung. Eine falsche Bewegung und das Ding liegt auf der Seite. Samt Aufleger mit allem drum und dran. Vor allem bei solchen Übergängen, wo du gerne mal so 10, 20 cm Höhenunterschied zwischen der linken und der rechten Autobahn. Naja. In der Regel passiert nichts, aber lieber vorsichtig. Eine hängt dem anderen im Blech. Der eine bremst, der andere verreist und der andere fährt entweder den Graben oder in die Leitplanke. Und der zweite fährt hinten nach. Alles schon krank.
Feeling in Richtung Westen ab. Richtung. Tscheche. Elbanger Berge. Das sind die beiden von vorhin. Spezial Delivery Xbox. Was blutzt. Haben wir auch.